So sehr ich unser Hobby liebe, ehrlich gesagt, ab und an gibt es Dinge, die mich wirklich nerven. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dutzende der Arenas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deist-Malbunker. Ja, ich liebe unser Tabletop-Hobby, aber es gibt Dinge, gerade auch, ich würde sagen, fast einige Trends, die mir momentan so richtig auf die Nerven gehen. Denn was gibt es Schöneres, als darüber zu heulen, dass das, was wir lieben, vielleicht verschwinden könnte? Das ist ja auch so ein bisschen Meta in unserem Hobby, wie über die Preise von Games Workshop lästern. Ich habe hier 5 Trends im Tabletop-Hobby, die ich momentan nicht ganz so geil finde. Es ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung. Bei vielen weiß ich ganz genau, dass es Geschmackssache ist, die andere vielleicht sehr mögen, weil sie vielleicht auch andere Ansichten haben. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein in die ganze Geschichte. Bevor wir aber zu unseren Top 5 kommen, muss ich ein kleines bisschen Werbung machen. Dass ich gerne Cola trinke, sollte mittlerweile jeder wissen, der mal 1 oder 2 Livestreams von mir gesehen hat. Irgendwann dachte ich mir, dass ich vielleicht meine Zufuhr an Zucker und Süßstoff ein klein wenig einschränken sollte. Genau in diese Phase hinein bekam ich von Holy eine Anfrage, ob ich nicht mal deren Softdrinks auf Pulverbasis ausprobieren möchte, die komplett ohne Zucker und Aspartam gesüßt sind. Und wie ich nun mal so bin, war ich am Anfang ein kleines bisschen skeptisch. Nicht nur bei Tabletop-Produkten, sondern auch bei anderen Produkten. Denn Holy kannte ich vorher irgendwie immer nur als Energy-Drink für Videogaming-Leute. Aber was soll ich sagen, nachdem ich mich wirklich durchprobiert habe, es gibt durchaus Sorten, die mir gefallen und mich wirklich überzeugt haben. Sowohl die Sorte Pink Grapefruit aus der Hydration-Reihe und Watermelon Whale aus der Energy-Drink-Reihe gefallen mir total gut. Ein schöner Bonus dabei ist, dass die Kalorienanzahl pro Shaker nur etwa mehr als 1/10 einer normalen 0,3 Liter Flasche Cola ist. Das ist bei mir sogar noch weniger, denn ich nehme immer nur einen halben anstatt einen ganzen Löffel des Holy Pulvers auf 1/2 Liter Wasser, weil es mir ehrlich gesagt so besser schmeckt. Wenn ihr die Getränke von Holy jetzt also selbst ausprobieren wollt, empfehle ich euch definitiv, mit so einem Starterpack anzufangen. Genauso wie ich das auch gemacht habe, damit ihr euch durch die verschiedenen Sorten mal durchprobieren könnt. Und es gibt auch noch einen Shaker dazu. Mit dem Code DICED5 bekommt ihr dann auch noch 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung. Ich glaube, ich muss das Video nochmal neu machen, weil ich habe was Neues, was ich ziemlich geil finde. Und zwar Frosty Fox. Das ist im Endeffekt Eisbonbon. Vielleicht kennt ihr die Eisbonbons noch. Und das schmeckt leider echt nach Eisbonbons. Und davon so einen halben, keinen ganzen, das ist zu heftig, einen halben. Und damit Eiswürfeln, oh, das ist echt gut. Platz Nummer 5 sind Scenery Bases bei Figuren. Ja, ich gebe zu, ich bin immer auch ein Freund davon gewesen, wenn mal die Figuren auf den Bases ein klein bisschen dynamischer sein könnten oder sein konnten und dazu auch gerne mal hier und da einen sogenannten Tactical Rock, also einen Stein oder sowas mit reingebaut haben, damit sie einfach positionstechnisch ein bisschen mehr Abwechslung haben konnten und die Position und der Körper ein bisschen mehr spielen konnte der einzelnen Figuren, anstatt dass sie einfach nur gerade dastehen mit breiten Beinen, um irgendwas zu machen. Und da ist natürlich die Möglichkeit, wenn an den Bases noch, einige Sachen ranmodelliert sind, wie Steine, wie ein bisschen Schutt oder sowas, womit dann zumindest die Beine und somit der ganze Körper interagieren. Super genial, um auch komplett neue und andere Posen mal zu machen oder zu realisieren. Ich muss aber gestehen, dass dieser Trend mittlerweile so stark geworden ist bei vielen Herstellern, dass er über den Tactical Rock hinausgeht, sondern mittlerweile ganze Scenery Bases an die Miniaturen packt, dass diese Figuren im Endeffekt eigene Dioramen darstellen. Und das ist an sich auch cool, gerade wenn man die Sachen in die Vitrine stellen möchte. Gerade für Maler ist das unglaublich geil, wenn man diese kleinen Mini-Dioramen hat. Wenn ich aber überlege, dass das immer noch Spielfiguren für ein Spiel sind, das heißt, dass diese Figuren für sich genommen gar nicht alleine stehen können, sondern immer noch innerhalb einer Truppe funktionieren können und funktionieren sollen und vielleicht auch innerhalb einer Geschichte, die auf dem Spielfeld passieren, so ist es für mich ein kleiner Bruch mittlerweile, dass ganze Figuren oder einzelne Figuren ganze Häuser, Leichenbäder oder Gegnermassen mit sich rumschleppen auf ihrer Base, nur damit sie cool aussehen, während die anderen Truppen aus der eigenen Fraktion oder der Spieltisch das einfach gar nicht machen, sondern einfach nur die Rule of Cool so übertrieben wurde, dass die Figur aus der kompletten Armee rausfällt. Und ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der mich stört, weil der immer mehr überhand nimmt. Und ja, für mich als jemand, der das Hobby sowohl beim Bemalen, aber auch beim Spielen hat, also der die Figuren bemalt, um zu spielen, ist das für mich mittlerweile ein kleines bisschen anstrengend. Platz Nummer 4 ist ein kleines bisschen Community getrieben, ehrlich gesagt. Es ist aber auch nichts Neues, sondern schon eine ältere Sache. Ich finde momentan leider für mich persönlich sehr hart anstrengend, das bedingungslose Abfeiern der eigenen Spiele, die man spielt.
Und das ist natürlich auch ganz normal. Das Spiel, was man spielt, das feiert man sowieso ab, weil man hat sich entschieden, dieses Spiel zu spielen, nicht wahr? Man mag das Spiel aufgrund dessen, dass es so ist, wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von euch ein Spiel spielt, was er überhaupt nicht spielen mag oder sammelt oder Geld reinsetzt, sondern jeder und jede spielt und sammelt ein Spiel oder die Figuren davon, weil sie einem gefallen. Aber oft finde ich das Verhalten von einigen wenigen Leuten aus der Community, die da dann auch relativ laut sind, für mich persönlich relativ anstrengend, wenn dieses Spiel über den Klee gelobt wird und keinerlei Kritik daran geäußert werden darf und alles, was diese Firma macht und alles, was dieses Spiel macht, ist super toll und super geil und dass dann wirklich mittlerweile abwegige Argumentationen gesucht werden, um das dann doch toll darzustellen, was eigentlich eher ein Kritikpunkt ist. Dieses bedingungslose, nicht reflektierende Abfeiern von einer Sache, als ob das eigene Leben davon abhängt oder die eigene Identität davon im Endeffekt definiert wird, oh, das finde ich anstrengend. Und auch wenn ich ein Nerd-Hobby habe, wirklich ein richtig krasses Nerd-Hobby und ich bin da auch total drin in dieser ganzen Geschichte, erwische ich mich manchmal bei dem Gedanken, den ich eigentlich gar nicht so ernst meine, aber weil er so böse ist, aber trotzdem denke ich manchmal, get a life. Platz Nummer 3 geht eher in die Entwicklung von Regelsystemen, so wie sie im Endeffekt oder wie sich ein Trend abzeichnet. Und zwar, dass Gelände in Regelsystemen mittlerweile keine Wichtigkeit mehr in ihrer Dreidimensionalität haben. Der Vorteil eines Tabletop-Miniaturenspiels im Gegensatz, finde ich persönlich, zu normalen Brettspielen ist, dass man eine Dreidimensionalität hat. Man hat die Figuren, die sind dreidimensional, man hat ein Gelände, das ist dreidimensional und man hat keine Spielfelder, sondern man kann sich frei in diesem Gelände bewegen. Und dementsprechend finde ich das auch immer sehr reizvoll, dass man dieses Gelände auch voll bespielen kann. Sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Und dass das dass da eine gewisse kleine Art von Simulation mit bei ist, die natürlich auch spielerisch funktionieren muss und nicht zu komplex sein soll. Wenn man zum Beispiel ein Haus hat, dass man dann sagen kann, okay, man kämpft sich von Stockwerk zu Stockwerk hoch und so weiter, um dann von oben vielleicht einfach eine bessere Schussposition auf die Gegner unten zu haben. Solche Geschichten. Und ich finde das total toll. Ein Trend, den ich mittlerweile aber beobachte, ist bei vielen Spielen, dass zwar die Dreidimensionalität in den Modellen gegeben ist, auch dann in dem Gelände, aber die spieltechnische Behandlung dieses Geländes ist zweidimensional. Und das ist eine Sache, die ich sehr schade finde, dass da so ein bisschen diese Simulation verloren geht, weil es mir einfach dann zu gamey wird. Also zum Beispiel, dass wenn Figuren irgendwo hochklettern können oder so, heißt es dann nur noch, ja, Höhe XY ist vollkommen egal und die Figuren bewegen sich sowieso nur von oben gesehen auf einer geraden Linie. Spiele wie Star Wars Shatterpoint sind da zum Beispiel ein großer Punkt, aber auch Warhammer 40.000 geht stark in diese Richtung, One-Page-Rules genauso. Und das ist so ein bisschen schade, dass Gelände dann nur noch als Fläche gesehen wird, wo dann das eigentliche Geländestück nur noch ein Platzhalter ist für ein Regelkonstrukt. Und nicht mehr, dass ein Regelkonstrukt an das Gelände angepasst ist. Ist ein bisschen komisch, was ich sage, aber vielleicht versteht ihr das. Ich finde es einfach schöner, wenn wir die Möglichkeit haben, das Gelände voll zu bespielen und dann auch die Vorteile des Geländes haben. Und nicht einfach so, wie zum Beispiel bei Star Wars Shatterpoint, eine Sache, die mich total aufregt, ist, man hat Gelände auf verschiedenen Ebenen, sagen wir mal, man hat den Boden, man hat Steg Nummer 1 und Steg Nummer 2, die übereinander sind. Und wenn man klettert, kann man sofort von einem Moment, von einer Ebene zur nächsten klettern, mit der gleichen Aktion. Was ich persönlich total unrealistisch finde. Ja, ich finde es dann warum kann das Regelsystem sowas nicht abdecken, wie, dass man nur eine gewisse Höhe hochlaufen kann? Oder zu sagen, wenn man klettern möchte und schon wirklich so gamey sein möchte, um nicht abzumessen, dass man sagen kann, man kann nur eine Ebene gleich hochklettern. Aber zu sagen, man kann einfach dann eine komplette Ebene sich verstellen, egal wo man hin möchte, finde ich, bricht so ein bisschen mit der Narration, die ich persönlich sehr gerne mag und nimmt auch ein bisschen, naja, die Simulation raus, irgendwie dessen. Denn welchen Reiz habe ich denn, ehrlich gesagt, mir eine schöne Spielfläche zu machen, auf verschiedenen Ebenen, wenn diese gar nicht genutzt werden, sondern wenn diese Ebene die gleiche ist wie die Ebene, die gleiche wie die Ebene, die gleiche wie die Ebene, dann kann ich doch gleich einfach nur alles eine oder maximal zwei Ebenen dann reinsetzen und dann muss ich mir keine Mühe machen. Das ist jetzt wahrscheinlich für viele Leute, die können gar nicht nachvollziehen, was ich jetzt sage, aber mich wurmt das total, dass Regelsysteme, modernere Regelsysteme, die das Gelände nur noch im Endeffekt als 2D-Hindernisse darstellen und auch so berechnen und Sachen wie Höhe komplett rausfallen. Das finde ich sehr, sehr schade. Und das bringt mich auch auf Platz Nummer 2. Wahrscheinlich bedingt der eine Trend den anderen.
Aber ich bin kein Freund von 2D-Gelände. Was ich bei 2D-Gelände okay ist, wenn jemand startet, ein Spiel neu startet und noch nichts hat, dann legt man 2D-Gelände hin, bis man irgendwas Neues hat oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn man aber sieht, dass immer mehr Spieltische und Spiele, gerade vor allem auch auf Turnieren, nicht nur sehr rudimentäres Gelände haben, sondern teilweise zurückgehen in die Zeiten, wo man War Machine Turniere gesehen hat, wo wirklich nur auf 2D-Gelände gespielt wurde, weil das Gelände stört ja die Übersicht des Games, sondern man braucht ja einfach nur die Flächen, die dann im Endeffekt das Spiel beeinflussen, dann denke ich mir, vielleicht kann man dann ja auch wieder zu einem Brettspiel zurückgehen und braucht eigentlich kein Miniaturenspiel, weil das ist der nächste Punkt. Dann kann man die Miniaturen ja eigentlich auch eindeutig ersetzen durch Marker, weil wie die Miniaturen aussehen mit den ausladenden Körperteilen und so, das behindert ja auch ein bisschen die Übersicht. Ich glaube, gerade die Turnierszene wird mir da definitiv nicht zustimmen, weil sie natürlich sagen, ja, aber mit den Flächen ist es günstiger natürlich, oder 2D-Gelände ist es natürlich günstiger, dann Spieltische hinzukriegen und es geht ja darum, das Spiel zu spielen und nicht, dass es unbedingt gut aussieht. Ja, für mich persönlich gehört zum Hobby auch ein gut aussehendes Gelände mit dazu. Es ist jetzt nicht so, dass ich das hassen würde. Und wenn jemand mich einlädt zum Spielen und nur 2D-Gelände hat, würde ich sagen, no, ich würde niemals mit dir spielen, Xenon Mordio oder so in der Art. Nein, ich würde natürlich mitspielen, aber ich würde es einfach nicht schön finden. Und ich finde diesen Trend in diese Richtung nicht so schön. Es mag aber natürlich auch ein gewisser Punkt sein, dass neuere Spielergenerationen da nicht so den großen Wert drauf legen, sondern wirklich mehr den Fokus aufs Spiel und die Spielmechaniken legen. Das kann durchaus auch ein Punkt sein. Aber dann geht man tatsächlich auch wirklich den Weg weg mehr vom Hobby, weil dann braucht man auch ehrlich gesagt die Figur nicht. Wenn man alles nur noch sowieso, um deren Wirkung und Übersichtlichkeit hinzustellen, dann kann man diese Platzhalter im Endeffekt auch noch durch Marker belegen. Und dann ist man wieder bei diesen klassischen Brettspiel-Wargames, wo man wirklich nur noch Plättchen legt. Und wenn wir ehrlich sind, man nur noch 2D-Gelände und Flächen hat, dann braucht man auch die freie Bewegung nicht mehr und dann kann man auch wieder zurück zu Hexfeldern gehen. Platz Nummer 1 ist etwas, was leider nicht nur unsere Hobbywelt betrifft, sondern... Dennis, jetzt bringst du wieder die Politik in unser Hobby. Was soll denn das? Und ich sage, ja, nicht unbedingt. Warum bringen andere Leute ihre Politik in unser Hobby rein? Was meine ich damit schon wieder? Wo will ich schon wieder anecken? Ich linksgrün versiffter Typ. Mich nervt es total, dass spätestens seit dieser ganzen Geschichte mit den, wo Games Workshop ihre, die eine Kurzgeschichte hatte mit der weiblichen Custodes, dass offensichtlich eine große, breite Blase von rechtskonservativen Leuten, kann man das schon gar nicht mehr nennen, sondern von wirklich Leuten, die versuchen, Stimmung zu machen, in unsere Community reingetropft sind und wirklich harten Kulturkampf betreiben. Und dieser Kulturkampf nervt mich enorm. Den sehen wir draußen immer wieder aufgezwungen, den sehen wir im Internet immer wieder aufgezwungen, in Punkten, wo ich gar keinen Kulturkampf sehe und wo man einfach merkt, da wird Kulturkampf des Kulturkampfs willen gemacht, um irgendwelche anderen Ziele zu erreichen, der aber gar nicht so in vielerlei Hinsicht existiert und in unserem Hobby genauso. Und plötzlich ist die Rede von Wokehammer überall oder... Was mich vorgestern wieder so aufgeregt hat, Games Workshop hat für Warhammer The Old World, haben sie ein neues Charaktermodell für die Chaoskrieger, für die Krieger des Chaos angekündigt, die dann aus Resin rauskommen wird. Und das ist The Chainmaker, das ist eine weibliche Figur, eine weibliche Chaoskriegerin, die dann, die auch schon angekündigt wurde in dem Journal. Und was muss ich da lesen? Warhammer The Woke World und all so ein Scheiß. Und dass die Leute sich aufregen, weil jetzt überall Frauen reinkommen. Und ich denke, Heiderwitzka, sag mal, erstmal, was nimmt euch das denn weg, wenn jetzt plötzlich eine weibliche Figur da ist, die nicht sexy ist? Zweitens, habt ihr schon mal was von Valkyria gehört? Und drittens, ihr seid wohl offensichtlich nicht wirklich im Warhammer-Lore drin, um zu wissen, was da an Möglichkeiten drin ist und war und nie ausgenutzt wurde. Und da sage ich ganz ehrlich an all die Leute, die ihren scheiß Kulturkampf irgendwie in unser Hobby bringen wollen, natürlich, Hobby ist nicht politiklos, aber haltet die F*** mit eurem Kulturkampf. Entschuldigt, dass ich hier so ausfallen werden musste, aber das nervt wirklich. Das war meine Top 5. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind eure Top 5? Was nervt euch aktuell in der Tabletop-Welt? Egal, ob Regeln, Miniaturen, vielleicht auch Community-technisch, schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht eine Gemeinsamkeit finden, wo wir sagen, hey, hier gibt es einige Punkte, die viele Leute doof finden und vielleicht finden wir auch Lösungen dagegen oder dafür oder sonst was. Denn ab und zu muss man sich auch mal beschweren. Denn wir wissen alle, zum Großteil ist unser Hobby richtig, richtig geil.